Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und herzlich willkommen aus dem Disneyland Resort Paris bei wunderschönem Wetter. Und wer meinen letzten Videoblog von vor etwas mehr als 2 Jahren hier aus Paris kennt, der weiß, dass schönes Wetter hier nicht die Selbstverständlichkeit, sondern gefühlt eher die Ausnahme ist. Ich möchte euch heute in diesem Videoblog nicht einfach nur das Disneyland zeigen, sondern so ein bisschen alle Facetten von dem Disneyland Resort Paris beleuchten und euch vielleicht auch mit dem Schwerpunkt wertvolle Tipps auf den Weg zu geben. Denn ich merke, dass das Disneyland Paris bei ganz vielen immer noch Frage aufwirft und die können sich den Park gar nicht so richtig vorstellen, beziehungsweise das Resort. Und man muss wirklich sagen, das Disneyland Paris ist halt auch kein klassischer Freizeitpark. Ich freue mich auf zauberhafte Minute in diesem Videoblog vom Happiest Place on Earth Europa Edition. Viel Spaß! Als Hotelgast von einem offiziellen Disneyland Hotel kommt man schon zur extra Magic Hour 1 Stunde früher in den Disneyland Park und auch in die Walt Disney Studios. Ja, und diese Stunde am Morgen, die muss man vor allem nutzen, um einige Fahrgeschäfte zu fahren, unter anderem auch Peter Pan's Flight. Dazu sage ich gleich noch was. Und wenn man hier in diesen Park kommt, dann läuft man erstmal die wunderschöne Main Street USA entlang. Der Disneyland Park ist einfach straight auf dieses ikonische Schloss hier ausgerichtet und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Ja, so ein Disneyland, kann man eigentlich sagen, ist ziemlich kreisrund aufgebaut mit seinen insgesamt 5 Themenbereichen. Und das macht den Aufbau und die Struktur von dem Park auch relativ einfach zu verstehen. Hier hinter diesem Schloss liegt das Fantasyland. Das ist wohl das, was die meisten mit Disney verbinden. Dann geht es hier nach hinten ins Discoveryland, dem Weltraumthemenbereich. Hier wiederum findet man das Frontierland, die Westernstadt. Und dann ein bisschen schräger, hier hinten geht es ins Adventureland. Das sind die 5 wesentlichen Themenbereiche. Moment, hier Main Street USA, das ist die Main Street sozusagen, wo man in den Park kommt. Und wir gehen jetzt mal durch das wunderschöne Schloss ins Fantasyland. Ja, wir sind jetzt hier im Fantasyland vom Disneyland Park und das ist einfach so ein schöner Bereich. Das ist natürlich das völlig übertriebene, kitschige, verträumte, märchenhafte, das was man halt mit Disney verbindet. Und da steht eine Attraktion, die zur Extra Magic Hour schon geöffnet hat und die ich euch auf jeden Fall empfehle, als allererstes zu fahren, nämlich Peter Pan's Flight. Ja, beim Peter Pan's Flight handelt es sich um einen von den insgesamt 4 Dark Rides hier im Fantasyland. Es ist eigentlich gar kein so großer Dark Ride und auch nicht sonderlich lang, aber
Susi findet ihn wunderschön. Für mich persönlich ist es ein bisschen overhyped. Man sitzt in so Schiffe, die Schiene ist über einem, also es ist quasi ein Inverted Dark Ride. Aber der Dark Ride hat im Vergleich zum Phantom Manor, dem Geisterhaus oder Pirates of the Caribbean eine super miese Kapazität und hier sind Wartezeiten von 50 Minuten aufwärts sicherlich nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ja, nach einer morgendlichen Runde auf Peter Pans Flight bleibe mir jetzt während der extra Magic Hour hier im Fantasyland und fahre gleich ein Fahrgeschäft, mit dem man eigentlich gar nicht rechnen würde, in einem anderen Freizeitpark. Denn niemand würde so ein Karussell bei einer morgendlichen extra Magic Hour in einem Freizeitpark fahren. Und zwar geht es um Dumbo, The Flying Elephant. Ja, und daran merkt ihr schon, dass es Disneyland eigentlich kein Park ist, wo man hingeht, um unbedingt die große Megacoaster zu fahren. Sowas gibt es hier nämlich nicht, sondern Disneyland ist ein Park, wo man die Priorität ein bisschen verschiebt und die Priorität auf andere Fahrgeschäfte legt. Ich meine, Dumbo, The Flying Elephant, das ist im Prinzip ein ähnliches Fahrgeschäft wie Mayas Blütesplash, aber im Ur-Disneyland seit 1955 in Betrieb und es gehört in jedem Disneyland einfach dazu. Es ist absoluter Kult und auch bei diesem Karussell muss man an volle Tage nicht selten länger als 40 bis 50 Minuten warten für so ein Karussell. Aber wir fahren jetzt trotzdem mal. Magic Extra Hour habe viele, aber nicht alle Fahrgeschäfte und Attraktionen hier im Disneyland Paris geöffnet. Unter anderem auch die zwei kleineren Dark Rides im Fantasyland. Unter anderem Blanche Neige et le Sept Nors, also Schneewittchen Dark Ride, und der Dark Ride von Pinocchio. Das sind zwei kleinere Dark Rides, aber immer mit auch immens hohe Wartezeiten. Deswegen bietet sich's an, pünktlich gegen 9.30 Uhr, wenn dann der Park regulär öffnet, auch direkt zu diesen beiden Dark Rides zu gehen, denn da sind auch die Wartezeiten tagsüber immer relativ hoch. Und wir fahren jetzt mal mit Schneewittchen.
Das ist halt auch Disney. Das Operator-Pult von dem Pinocchio Dark Ride sieht aus wie ein Märchenbuch. Das nenne ich mal Detailverliebtheit. Attention là! Désormais, c'est ici la maison. Oui, monsieur, on a réussi. On a réussi. Ja, ich habe ja bei Peter Pan's Flight erwähnt, dass das Fantasyland insgesamt 4 Dark Rides hat. Ein größerer Dark Ride vom Disneyland Paris ist noch mehrere Monate lang geschlossen, und zwar der bekannte, ikonische Dark Ride It's a Small World. Das erspart aber mir und euch jetzt einen Ohrwurm. Trotzdem schade, weil ich finde, es gehört einfach zum Disneyland dazu. Ihr habt gesehen, wir sind nicht mehr im Fantasyland, sondern jetzt sind wir im Adventureland. Ich habe ja ziemlich am Anfang vom Videoblog erklärt, dass das Disneyland so ein bisschen kreisrund um die Central Plaza aufgebaut ist. Ihr müsst natürlich, um in einen anderen Themenbereich zu kommen, nicht ständig über diese Central Plaza laufen, sondern könnt auch zum Beispiel vom Fantasyland direkt ins Adventureland laufen. Das wird sonst ziemlich umständlich machen. Und dieser Bereich hier ist, wie ich finde, unglaublich gut gestaltet, hat 2 Fahrgeschäfte und eins der absolute Highlights hier im Disneyland Paris, und zwar den riesen Dark Ride Pirates of the Caribbean, und mit dem fahren wir jetzt direkt mal. Ja, da Pirates of the Caribbean am anderen Ende des Parks liegt und der Park mittlerweile auch für reguläre Tagesgäste geöffnet hat, es ist jetzt nach 9.30 Uhr, kann man das morgens auch ohne hohe Wartezeit fahren. Außerdem hat die Anlage eine unglaublich hohe Kapazität von über 2000 Personen die Stunde, sodass man auch tagsüber nie wirklich lang ansteht. Aber ich empfehle trotzdem, entweder früh morgens oder eher spät abends Pirates zu fahren. Der Pirates of the Caribbean Dark Ride im Disneyland Paris ist meiner Meinung nach einer der besten Dark Rides in Europa. Und da spielt Disney aus seine wahre Stärke aus. Und zwar diese ultra realistische Animatronics. Also es ist wirklich Wahnsinn, was Disney da teilweise hinbauen kann, wie realistisch sich die Animatronics bewegen. Und es ist unverkennbar, dass Pirates of the Caribbean damals natürlich noch in Orlando als Vorlage für Piraten in Batavia in der Erstversion gedient hat. Noch eine Vorlage finden wir hier im Park auch, da kommen wir später noch dazu, aber es gibt hier noch eine Attraktion, die Kenner vom Europapark auf jeden Fall auch hier wiedererkennen werden. Thank you.
Nachdem ja jetzt heute Morgen ganz viele Dark Rides und ganz viele ruhige Attraktionen gefahren sind, kommt jetzt ein bisschen was mit Action. Und zwar ebenfalls im Adventureland. Am hinteren Teil des Parks befindet sich eine Achterbahn, Indiana Jones et le Temple de Peril. Das ist eine kleine Intermin-Achterbahn, allerdings mit einer Inversion, die relativ intensiv ist. Es ist jetzt keine Achterbahn, die man unbedingt fahren muss, wenn man hier ist, wenn man jetzt vielleicht countet. Sie verteilt ein paar Ohrfeige. Susi fährt sie nicht mit, die ist sie zweimal gefahren und sagt, nee, die gefällt ihr nicht. Ich fahre sie jetzt trotzdem, denn ich muss sagen, mir gefällt sie relativ gut und ich nehme euch jetzt mit auf die Fahrt. Ohrfeige Nummer 1. Das ist die Euromir vom Disneyland Paris. Ja, ihr habt es vielleicht im Onride gehört, eine doch etwas schmerzhafte Bahn. Also die verteilt an manche Stelle doch ziemlich arge Ohrfeige. Aber der Looping, der ist ziemlich intensiv. Und an dieser Stelle mal ein kleiner Funfact. Ihr müsst im Disneyland Paris eigentlich in jeder Achterbahn eure Tasche mitnehmen. Völlig egal, ob die einen Looping hat oder nicht. Ihr nehmt eure Tasche mit. Die kommt in den Fußraum und wird dort sicher verstaut. Ich verlasse jetzt den Bereich Adventureland und gehe wieder entlang der Central Plaza in den nächsten Themenbereich. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, Disneyland besteht nicht nur aus Attraktionen, sondern aus einer generell total schöne und verträumte Parkgestaltung. Die Attraktionsanzahl hier ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit der im Europapark. Es gibt hier deutlich weniger Attraktionen, auch deutlich weniger Achterbahnen. Aber Disneyland ist auch einfach mal stehenbleibe, sich die Fassade, sich das Theming anzugucken und glaubt mir, es gibt hier so unglaublich viele Details zu entdecken. Das ist echt Wahnsinn und das fällt einem beim Erstbesuch vielleicht gar nicht so richtig auf. Wir sind jetzt hier im Frontierland oder genauer gesagt in Thunder Mesa, der Westernstadt vom Disneyland Paris. Und ich muss sagen, das hier ist mein absoluter Lieblingsbereich und hier stehe auch zwei meiner absolute Lieblingsattraktionen vom Disneyland Paris. Einmal hier der große Berg, der Big Thunder Mountain, ein Vekoma Mine Train Coaster. Und das sieht man jetzt nicht in der Aufnahme, das Geisterhaus, die Haunted Mansion, Phantom Manor. Und das ist, wie ich finde, hier der beste Dark Ride im Park. Das muss man wirklich sagen. Da scheidet sich immer so die Geister zwischen Pirates und Phantom Manor. Aber für mich ist Phantom Manor. Und mit diesem ikonische und genial gemachte Geisterhaus fahren wir jetzt mal. Perhaps you said to describe incredible forces.
Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. To please everyone is doomed to fatal. Ja, Phantom Manor, wahnsinnig, wahnsinnig atmosphärisches und gutes Geisterhaus. Es ist halt wirklich eine Geisterbahn, wo dich ohne Erschrecke trotzdem total gruselt. Und die Inspiration damals aus Orlando oder Anaheim fürs Geisterschloss im Europa-Park ist unverkennbar. Hier fährt man allerdings wirklich mit einem echten Aufzug dann auf die Ebene, wo sich die eigentliche Attraktion befindet. Das ist hier im Disneyland total krass gelöst. Man sieht hier zum Beispiel dieses Geisterhaus, aber die Halle, wo sich die Attraktion drin befindet, die sieht man aus dem Park gar nicht. Und das finde ich halt, macht Disney auch. Die Verstecke, ihre Halle und ihre ganze Kulisse so gut, dass man wirklich hier nur in diese Welt drin ist. Und das gefällt mir hier wahnsinnig gut. Es gibt vom Disneyland Paris übrigens eine App und Kenner des Freizeitparks wissen, dass es im Disneyland lange den Fastpass gab, ein kostenloses Vordrängelsystem, und das wurde dank Corona abgeschafft und mittlerweile gibt es im Disneyland Paris auch eine bezahlbare Fastpass-Version. Das fängt bei 5 Euro an und steigert sich dann je nach Beliebtheit und Wartezeit der Attraktion, wie auch zum Beispiel jetzt hier bei Big Thunder Mountain haben wir 40 Minuten Wartezeit. Und eine Fahrt würde jetzt pro Person ohne Wartezeit 13 Euro kosten. Dann kann man sich das hier in der App kaufen und das ist dann ähnlich wie Virtual Line. Man hat hier einen QR-Code und scannt den dann und kann dann ohne Anstehe fahren. Ja, hier hinter mir ist die Station von Big Thunder Mountain, dem Mine Train Coaster hier im Disneyland Paris. Und das ist eine der absoluten Hauptattraktionen. Trotz einer relativ hohen Kapazität hat man hier eigentlich von morgens bis abends immer recht hohe Wartezeiten. Das Besondere an diesem Mine Train ist die ewig krasse Gestaltung und das Teil fährt wirklich auf einer Insel. Man steigt hier an Land sozusagen ein, fährt durch einen Stollen durch und landet dann auf einer Insel, wo sich der Hauptteil der Achterbahn abspielt. Und am Ende fährt man durch eine ganz tiefe Stolle nochmal unter diesem See durch und kommt hier irgendwo an Land wieder raus. Eine unglaublich geniale Achterbahn, wo man jetzt auch mal eine Runde drauf drehe. Schaut euch mal an, wie immersiv diese Achterbahn ist. Das ist echt Wahnsinn. Man sieht hier keine einzige Stütze. Unglaublich. Thank you.
diese letzte Abfahrt unter diesem See durch, das ist einfach der Wahnsinn. Also ist für mich wirklich die beste Achterbahn hier im Disneyland. Ja, nach einer wilden Fahrt durch den Wilde Westen sind wir jetzt hier wieder in einem Bereich, wo wir heute Morgen relativ schnell durchgelaufen sind. Und zwar in der Main Street USA oder wie ich dazu sage, Kapitalismusstraße. Denn hier gibt es eigentlich kaum Fahrgeschäfte und Attraktionen, sondern vielmehr die allseits bekannte Disneyland Shops, mehrere Bäckereien bzw. ja, so Snackstände. Und da kann man wirklich sein Geld loswerden, denn das Disneyland Merch ist tatsächlich schon was Besonderes, weil man kann sich ja nicht überall kaufen, aber die Shops sind krass. Also was da über den Ladetisch geht, das ist echter Wahnsinn. Ja, und das ist halt auch Disney, das stundenlange verbringe und shoppe in diese Shops hier und die sind wirklich riesig. Und wie schon erwähnt, es gibt halt hier auch Disney-Merch spezifisch auf die Disney-Parks, hier in dem Fall Disneyland Paris. Und die Leute, die stehen hier teilweise Stunde an, wenn irgendein spezielles Merch-Teil rauskommt, nur um das dann zu ergattern. Und man sieht halt hier in diesem Park auch wirklich fast niemanden, der nicht irgendwie Disney-Merch hat. Ja. Aber so Ohren kaufe ich mir nicht. Und jetzt ist da gerade ein Gummi zu mir geflogen. Alles klar. Disneyland ist auch, dass man die bekannten Disney-Charaktere aus seiner Kindheit treffen kann. Hier hinter mir ist gerade ein Meeting Point mit Stitch und die Leute stellen sich hier wirklich teilweise über eine Stunde an, nur um ein Foto mit seinem Lieblingscharakter machen zu können. Susi und ich waren gestern in den Studios und haben 1,5 Stunden gewartet für Mickey Fashionista. Das ist zum 30-jährigen Jubiläum so ein spezieller Selfie-Spot mit Minnie Maus. Ich habe gerade Mickey gesagt. Und da gab es ein Designer-Outfit für Minnie Maus und da muss man natürlich ein Foto machen. Und ja, hier stehen jetzt die Leute sicherlich auch etwas mehr als eine Stunde an. Ich stehe allein für diesen Selfie-Spot hier 4 Mitarbeiter rum. Also man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Das sieht man halt so in keinem anderen Freizeitpark. Im Europapark muss man vielleicht mal 5 Minuten warten, um ein Bild mit Ed machen zu können. Hier wartet man halt schon mal über eine Stunde, um ein Bild machen zu können. Ja, und ihr seht richtig, das ist die Schlange für den Fotopunkt mit Stitch.
Wir befinden uns jetzt im letzten der fünf Bereiche des Disneyland Parks, den ich euch noch zeigen möchte. Und zwar ist das das Discoveryland. In den anderen Disney Parks heißt es tatsächlich Tomorrowland. Hier in Paris hat man sich entschieden, das Ganze in einer Jules Verne Steampunk Thematik zu halten. Und da gibt es tatsächlich auch einige Attraktionen zu erleben. Unter anderem auch eine der größten Achterbahnen hier in Paris, den Hyperspace Mountain. Hier hinter mir seht ihr das Gebäude vom Hyperspace Mountain. Die Bahn hieß ursprünglich mal Space Mountain, von der Erde zum Mond, und hat sich da an eine Jules Verne-Thematik orientiert. Mittlerweile ist ein Star Wars Makeover. Ich wäre die alte Bahn tatsächlich echt mal gern gefahren, denn seit dem Umbau soll die nicht mehr ganz so gut sein. Vielleicht mal ein kurzer Spoiler: Man wird mit dieser Kanone tatsächlich abgeschossen, also es ist im Prinzip ein Launch Coaster. Und die Bahn hat zwei bzw. drei, da scheidet sich ein bisschen die Geister, ob man das dritte als Inversion zählt, Überschläge innen drin. Also es ist tatsächlich eine recht coole Bahn, fährt sich nicht ganz so sanft, aber macht trotzdem viel Spaß und es ist viel Einsatz von Licht und so Media Integration, wie man im Europapark sagt. Star Wars Fans kommen nicht nur auf dem Hyperspace Mountain auf ihre Kosten, sondern hier im Discoveryland auch auf der Simulator-Attraktion Star Tours. Die Attraktion gibt es in den amerikanischen Parks schon länger und hier gab es die, glaube ich, auch mit Beginn 1992 im Disneyland, Euro Disney damals noch. Mittlerweile ist es aber eine 3D-Simulator-Attraktion und wie ich finde, tatsächlich ziemlich intensiv, also ist wirklich nicht zu unterschätzen, gerade bezogen auf Motion Sickness. Wir fahren es jetzt mal und gucke mal, wie ich es vertrage. Die letzten zwei Mal ist mir da tatsächlich etwas schlecht geworden drin. Tous les passagers doivent se tenir prêts pour un embarquement immédiat. Ja, Star Tours war Gott sei Dank verträglich. Ein kleiner Fun Fact: Da wird immer eine andere Filmfolge abgespielt. Also man hat in Star Tours nie denselben Film, sondern immer ein bisschen eine andere Abfolge und andere Szene. Das macht's aufregend und da gibt es tatsächlich ein paar Abfolge, die mir ziemlich in den Kopf gehen. Und hier ist gerade irgendwie die Hölle los. Das Wetter hat um die 20 Grad und mir verlasse jetzt den Bereich Discoveryland. Hier gibt es übrigens noch so einen Shooter Dark Ride, Buzz Lightyear Laser Blast. 50 Minuten Wartezeit, gerade trotz Endloszugsystem. Also es wird jetzt richtig, richtig voll. Die ganze Kinderwagen-Armada ist hier eingefallen im Disneyland Paris. Und mir geht jetzt mal aus dem Disneyland Park raus ins Village. Und da möchte ich euch auch mal noch so ein paar Sachen zeigen. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte euch ein bisschen das Resort allumfassend erklären. So, wir sind jetzt aus dem Disneyland Park rausgegangen. Hier hinter mir seht ihr den Eingang vom Disneyland Park, das Disneyland Hotel. Hier geht es zu den Walt Disney Studios, das ist der Zweitpark, da gucken wir nachher noch kurz rein. Und hier hinter mir ist das Disney Village. Das Disney Village kann ohne Eintritt besucht werden. Das ist sozusagen die Fress- und Unterhaltungsmeile, wo sich eigentlich viele der Resortgäste abends und morgens
durchwinden müsse. Da gibt es unter anderem einen Lego-Store, es gibt nochmal Restaurants, McDonalds gibt es auch, ein Vapiano, alles was man kennt. Und da kann man tatsächlich etwas günstiger essen als in den Disneyland-Parks. Es gibt auch noch ein riesiges Kino und wird, glaube ich, von Anwohner und Anwohnerinnen, die hier im Umkreis wohnen, auch gern mal genutzt, einfach um abends hier ein bisschen Spaß zu haben. Ja, um euch auch mal zu zeigen, vor 2 Jahren sind wir ja mit dem Zug angereist. Das ist der Bahnhof Marne-la-Vallée-Chessie, da wo die TGV-Züge ankommen. Und da ist der Eingang vom Disneyland Park. Dahinter sind die Walt Disney Studios, sieht man hier mit dem ikonischen Wasserturm. Und hier ist Disney Village. Also ihr seht, der Bahnhof liegt wirklich direkt am Disneyland Paris und ihr könnt zum Beispiel von Straßburg direkt zu dieser Station fahren. So, nach etwas mehr als 10 Minuten Fußmarsch haben wir jetzt das eigentliche Resort erreicht. Und zwar befinden sich 3 der großen Disney-Hotels um den Lake Disney. Das ist so ein künstlich angelegter See. Hier ganz leicht im Hintergrund kann man den Newport Bay Club erkennen. Das ist eines der größten Hotels in Europa mit insgesamt 1000 Zimmer oder über 1000 Zimmer. Und hier hinter mir ist dann wiederum das Hotel New York, Art of Marvel. Und nur mal, um euch die Dimension etwas darzulegen, ich habe das mal ausgemessen mit Google Earth. Dieses Hotel hier, das Hotel New York und der Newport Bay Club, das ist ungefähr eine Distanz von über 500 Meter, wo die auseinander liegen. Hier in der Ecke befindet sich noch unser Hotel und zwar die Sequoia Lodge. Und wenn man den Weg weiterläuft am Lake Disney, kommen noch 2 weitere Hotels, das Hotel Cheyenne und das Hotel Santa Fe. Also ihr hört, das Disneyland hat wahnsinnig viele Hotels zu bieten. Und kleiner Fun Fact, wem das Kronasar weit weg vom Europapark ist, der war noch nie im Disneyland. Ich würde sagen, der Newport Bay Club ist ein guter Kilometer vom Haupteingang weg, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Man läuft so 15 bis 20 Minuten morgens hin, mittags vielleicht wieder ins Hotel, dann nachmittags nochmal in den Park. Also man läuft hier im Disneyland echt gut was zusammen. Allerdings bietet jedes Hotel einen eigenen und kostenlosen Shuttle-Service an. Wir sind jetzt im Hotelzimmer von der Sequoia Lodge. Das ist auch ein Disney-eigenes Hotel. Und zu den Disney-eigenen Hotels muss man sagen, ein riesiger Vorteil ist eben, dass ihr auch ohne Jahreskarte eben dann mit einem Tageseintritt oder Mehrtageseintritt-Ticket die Magic Hour, die ich euch heute Morgen gezeigt habe, nutzen könnt. Und die lohnt sich halt auf jeden Fall, weil wie ihr gesehen habt, mir schaffe da echt einige Attraktionen. Ansonsten muss man zu den Disney-eigenen Hotels sagen, sie sind sehr teuer für, ich sage es mal, ein Standard, den man nicht mit dem Europapark oder dem Phantasialand vergleichen kann. Die sind tatsächlich schon ziemlich in die Jahre gekommen. Das Marvel Hotel wurde erst neu saniert, aber da zahlt man für eine Nacht tatsächlich fast 500 Euro aufwärts. Ohne Eintritt wohlgemerkt und ohne Frühstück. Aber man muss trotzdem sagen, sie sind in Ordnung und gerade die Sequoia Lodge, wo wir jetzt hier sind, gefällt uns tatsächlich echt gut. Wenn ihr ein Hotel buchen möchtet, dann macht es aber am besten über die Disney-eigene Seite, also über die Seite vom Disneyland Paris. Da gibt es dann nicht nur die Disney-eigene Hotels, sondern tatsächlich auch Pauschale mit Partnerhotels. Denn rund ums Disneyland, nicht nur hier die eigenen Hotels, sondern auch weiter rund ums Disneyland befindet sich eigentlich fast nur Hotels und auch Partnerhotels vom Disneyland. So könnt ihr eine Pauschale buchen. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was das am Ende kostet, denn die Preise variieren gefühlt wöchentlich. Ja, wir stehen jetzt hier an der Haltestelle für den kostenlosen Hotel-Shuttle zum Eingang vom Disneyland Paris. Aber Eingang heißt nicht direkt, dass ihr vor den Eingang gefahren werdet, sondern selbst mit dem Shuttlebus müsst ihr ungefähr nochmal so 5 Minuten laufen und dann seid ihr am Eingang vom Disneyland Paris oder auch von den Walt Disney Studios. Und da geht's für uns jetzt hin.
Also der Shuttlebus ist jetzt knappe 5 Minuten gefahren und wir sind jetzt tatsächlich hier wieder auf dem Areal, wo auch der Bahnhof ist, was ich euch vorher am Disney Village erklärt habe. Und da werde einmal wieder die Dimensionen von dieser Anlage auch bewusst. Allein das hier sind nur die Busanlegestelle, Busanlegestelle. Der Busbahnhof. Fürs Disneyland Paris, also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ja der besucherstärkste Freizeitpark in Europa. Ich glaube, 9, paar verquetschte der Disneyland Park und dann nochmal knappe 5 Millionen die Studios. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier an Leute durchgeschleust wird. Wir sind jetzt in dem zweiten Disney Park, den es hier im Disneyland Resort Paris gibt, und zwar den Walt Disney Studios. Das müsste, glaube ich, auf der ganzen Welt der kleinste Disney Park überhaupt sein. Ein Park, der sehr umstritten ist, weil da jahrelang nichts gemacht wurde, der aber, wie ich finde, zwei extreme Hauptattraktionen hier in Paris hat. Zum einen den Tower of Terror und zum anderen den Ratatouille Dark Ride. Und ich denke, mit denen beiden Sachen fahren wir jetzt auf jeden Fall. So, wir stehen gerade hier für eine der absolute Highlight-Attraktionen im Walt Disney Studios Park bzw. im ganzen Disneyland Paris an. Susi, beschreib doch mal, was im Tower of Terror so passiert für die, die es noch nie gefahren sind. Also ihr seid quasi in einem Fahrstuhl. Lauter. Also ihr seid quasi in einem Fahrstuhl, ihr sitzt im Rhein und ihr habt nur einen Gurt, der um eure Taille geht. Nur einen Gurt, der um die Taille geht? Ja, dann fährt das ganze Ding zurück und dann werdet ihr entweder hochgeschossen oder fallgelassen, je nachdem, das weiß man nicht so genau. Also jedes Fahrprogramm ist anders. Man wird schnell hochgezogen und fällt dann auch wieder, nur mit einem Gurt. Nur mit einem Gurt, ja. Und was passiert noch so während der Fahrt? Es gibt Monitore, die so kleine, also stoppst bei so kleinen Shows. Okay, also machen wir es kurz. Tower of Terror ist eine extrem geniale Freifallattraktion. Man hat Airtime, wenn man hochfährt, Airtime, wenn man runterfährt. Es ist nichts für schwache Mäge, es ist ziemlich mysteriös gestaltet und diese ganze Attraktion hat angeblich 180 Millionen Euro gekostet. Mal zum größten Verhältnis, das ist ungefähr so viel wie Rolandica. Für eine Attraktion. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Perfekt. Il y a de la place pour jouer. Bon, si vous voyez Rex, dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Hier in den Studios kommen vor allem Pixar-Fans voll auf ihre Kosten. Es gibt ein Toy Story Playland, wo wir jetzt gerade sind. Es gibt den Ratatouille Dark Ride. Es gibt mit Crush Coaster eine Bahn zu Findet Nemo. Es gibt Attraktionen zum Thema Cars. Und hier im Toy Story Playland sind alle Attraktionen von Intamin geliefert worden. Hier hinter mir gibt es den Parachute Tower.
Dann hier in Europa relativ selten vertreten, ein Halfpipe-Coaster mit dem RC Racer und so ein kleiner Flatride Slinky Dog 6X bin oder wie ich ihn einfach nenne, Doggo Coaster. Aber ich muss ehrlich sagen, da ist immer an alle Attraktionen bis auf dem Doggo Coaster relativ viel los. Deswegen fahren wir hier ehrlich gesagt mit nichts. Ihr habt gedacht, wir fahren hier nichts. Das stimmt nicht ganz. Wir fahren im Toy Story Playland immer den Slinky Dog. Da muss man nie lang warten. Und es macht Spaß. Habt ihr das gedacht, dass wir nichts fahren? Ich habe gesagt, wir fahren hier nichts. Ich habe die veräppelt. Das war witzig, aber eine Sache fällt mir hier auf. So Karussells und Flatrides im Disneyland be like. Fahrt startet, fährt 10 Sekunden und dann kommt die Durchsage. If the train or the carousel will stop, please remain seated. Also die Dinger hier fahren wirklich nicht lang, vielleicht man hat im Schnitt. Nicht viel Zeit, um Spaß zu haben. Vielleicht im Schnitt so eine Minute, aber das ist halt auch ein bisschen der Kapazität geschuldet, die hier einfach aufgebracht werden muss. Ja, hier im Studios Park gibt es so ziemlich die neueste Attraktion, zumindest die letzte Großattraktion, die hier im Disneyland Paris gebaut wurde. Und zwar Ratatouille, L'Aventure, Totalement de Rémy. Und das ist fast so kompliziert auszusprechen wie La Petite Boulangerie Fabrication Traditionale. Hinter dieser Pariser Fassade verbirgt sich ein Trackless Dark Ride, den man mit 3D-Brille fährt. Im Vergleich zu Symbolica wird hier mehr auf Media-Content gesetzt. Bei Symbolica sind es ja eher Animatronics und reale Szene. Und hier fährt man durch die Welt von Rémy aus Ratatouille. Eine sehr gelungene Attraktion, wie ich finde. Auch sehr dynamisch und stelleweise doch auch ein bisschen flotter. Und da fahren wir jetzt mal mit. Ja, hier hinter mir befindet sich Crush Coaster. Das ist ein Spinning Coaster vom Hersteller Maurer & Söhne. Das ist ungefähr dasselbe Layout, wie man es auch von der Deutschen Kirmes kannte, vom Spinning Racer, allerdings noch mit einem zusätzlichen Dark Ride Part. Und das ist eine Achterbahn, wo man eigentlich immer ewig warten muss. Klar, die Bahn hat keine große Kapazität, aber mit ewig meine ich tatsächlich, unter 60 Minuten hat man hier selten die Chance, mal dran zu kommen. Die Wartezeiten hier sind tendenziell eher zwischen 75 und 90 Minuten, am Wochenende sogar mal 120. Ihr könnt den Studios Park allerdings genauso wie den Disneyland Park morgens als Hotelgast von den Disney Hotels mit dem extra Magic Hour nutzen und meistens rennen alle Leute direkt zu Crush Coaster und nach 10 Minuten ist hier eine Wartezeit von 30, 40 Minuten. Wir haben jetzt das Glück, dass unser Zimmer gestern nicht rechtzeitig bezugsfertig war und dann haben wir als Entschädigung fürs lange Warten an der Rezeption auch nochmal einen Fastpass bekommen und den haben wir natürlich für diese Attraktion hier ausgewählt und deswegen können wir jetzt ohne Wartezeit tatsächlich mit Crush Coaster fahren. Voll der Tümmel, dass das nicht anhält. Ja, wegen Kapazität. Hui! Oh! Einmal in die Magengrube. Hui! Ah! Oh! Oh! Ja, schöner Dark Ride. Was hier? Oh, Nemo! Wow! Oh!
wir verlassen jetzt den Studios Park wieder. Es ist tatsächlich ein Park, der mir ziemlich gut gefällt. Für mich hat er irgendwie so dieses südliche Flair, aber es ist jetzt kein Park, wo man den ganzen Tag drin aushalten kann. Es gibt noch ein paar Shows, unter anderem auch diese Frozen Musical Invitation Show. Wenn ihr eine Pauschale bucht, ist der Disneyland Park und die Walt Disney Studios, die sind immer dabei. Auch mit unserer Jahreskarte können wir hier immer beide Parks besuchen. Ja, aber ob ihr jetzt als Tagesgast nur ein Ticket hier für diesen Park kaufen müsst, ganz ehrlich, spart euch dieses Geld, legt lieber die 20, 30 Euro drauf und macht beide Parks an einem Tag oder beide Parks an zwei Tage. Aber eine Tageskarte nur für die Studios, das lohnt sich nicht, das lohnt sich wirklich nicht. Ja, wir sind wieder zurück im Disneyland Park. Langsam aber sicher geht es gegen 17 Uhr zu. Und ich habe euch zwei Aspekte vom Disneyland eigentlich noch nicht so richtig gezeigt. Und das sind zwei echt sehenswerte Shows in Anführungsstriche. Jetzt gleich startet die große Parade, die man auf jeden Fall sehen muss. Und immer zum Parkschluss, das ist in dem Fall heute um 20 Uhr, findet Illumination statt. Das ist die große Mapping- und Feuerwerkshow am Schloss. Jeder Abend findet es statt. Ich finde es Wahnsinn, was Disney da jeden Abend in die Luft schießt an Feuerwerk und generell an Effekte. Und das gucken wir uns jetzt noch an. Und dann ist unser Tag hier im Disneyland Paris tatsächlich auch schon zu Ende. Ja, ihr seht hier hinter mir das Schloss und die Menschenmasse und die Show beginnt erst in 40 Minuten und ich habe ja schon heute Mittag mal beim Character Meeting erwähnt, dass ich hier in Disney die Leute nicht nur für Achterbahnen gerne lang anstelle, sondern auch für Shows und Character Meetings und wie ihr hier hinter mir sehen könnt, die Leute warten einfach schon über eine Stunde davor hier für diese Show, um einfach die beste Sicht zu ergattern. Bis zwei Minuten vor der Show ein kleines Kind vor seiner Nase auf die Schultern gesetzt wird. Susi und ich haben uns jetzt noch ein Disney-typisches Snack geholt, um uns die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen und zu versüßen. Und dann schauen wir zum Abschluss des Tages die wundervolle Feuerwerks- und Mapping-Show an. Übrigens, zum 30-jährigen Jubiläum vom Disneyland Paris gibt es zuvor auch noch eine Drohne-Show. Da bin ich mal echt gespannt drauf, wie das wirkt. Ja, am Ende des Tages, eines Disneyland-Tages, bleibt nur zu sagen, packt euch Blasepflaster und eine Blasecreme ein. Denn ein Tipp habe ich im ganzen Videoblog vergessen zu sagen, nehmt euch gutes Schuhwerk mit. Ihr lauft hier wirklich einiges an Kilometern zusammen den ganzen Tag über. Ich hoffe, euch habe die Eindrücke in diesem Videoblog gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen umfassenden Überblick über das gesamte Disneyland Paris gebe und jetzt geht es für uns einfach nur noch ins Bett. Der Nachmittag Disneyland ist mal einfach nur noch K.O., aber unglaublich glücklich. Es ist einfach der happiest place on earth und bis dahin bleibt dran. Ciao.